Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Projekt, wo sich wahrscheinlich einige von euch schon gedacht haben, dass es zum Black Storm ist, und zwar dem Winterdienstprojekt. Ich weiß auch nicht, warum ihr heute darauf Lust bekommen habt, aber ausgerechnet heute haben wir gedacht, ja, wieso denn eigentlich nicht? Ja, wieso eigentlich nicht? Genau, genau deswegen machen wir jetzt dabei, warum wir aufgehört haben, wenn wir die Minute später sind. Wir waren mal gerade im Grün dabei, mit dem Radler, genau, reinzuschaufeln. Und wahrscheinlich sind wir irgendwo stecken geblieben, deswegen steht der andere jetzt so da, weil jetzt haben andere wieder umgehen, dann können wir weiter aufladen. Und wenn wir eh auf dem Weg dorthin sind, kommen wir auf dem Weg dorthin bei der Feuerwehr vorbeischauen, weil unter Umständen auch den noch nach der Arbeit im Wasser, dann würde das natürlich davor machen, weil Feuerwehr jetzt war. Ist nämlich ganz wichtig, weil wenn der nicht ausrücken kann, haben wir ein Problem. Unsere Ausfahrt dann müsste auch nochmal geräumt werden. Ja. Das ist dann eine andere Geschichte. Bis da oben ist eh sehr gut gekonnt eigentlich. Oder ziemlich gut, sehr gut ist es immer so. Okay, bitte vergesst das, was ich vorher gesagt habe. Oben ist ja auch schlecht geworden. Auch nicht viel besser als unten. So, Anhänger lasst uns kurz heraus und sehen, wie dann die Knoten verschieben, rein vor euch reinfahren. Du wirst hier nur kontrollieren, ob der frei ist. Bis da raus und geht so, in Ordnung. Ja, das Training kann man schöner machen. Muss man aber vorläufig mit. Wir sagen, das geht so in Ordnung. Nehmen wir so. Dann, ne, darauf kommen wir nicht so gescheitert, bleiben wir wieder stecken. Wäre aber echt interessant, wenn wir das wieder spielen. Wenn ihr das machen wollt, weiß ich nicht, sage ich, wegen der Likes, dann können wir das nicht schaffen. 20 Likes, nachher springe im nächsten Winterdienst bei darüber. Der, ich weiß nicht, wann er kommt. Ich mache das heute gerade wirklich sehr spontan, weil ich gerade Lust drauf habe. Weil es passt jetzt auch nicht. Das Projekt passt eigentlich im Winter und sonst nicht. Dann kommt der nächste Teil am nächsten Dezember. Das hängt davon ab, wann ich Lust habe. Vorausgesetzt, ich kann nächsten Dezember noch mal das Hochladen machen. Der Artikel 13 und so natürlich. Aber dicke 13 erwähnt, jetzt kann ich es wer reinschreiben, nachher kriegst du gleich 2-3 mehr Aufrufe. Ja, scheiße, Leute. Ja, der Parkplatz kann man nicht dran. Hoffentlich meint sich jemand. Wir machen jetzt einfach oben weiter. Und nachher das nächste Mal, wenn wir drin sind, können wir da weitermachen oder woanders. Auf jeden Fall muss man auch nur mal mit dem Radler dazu Feuerwehr zur Nacht arbeiten kann. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es geht ja nur im ersten Diensten im Schlüssel darum, die wichtigsten Sachen zu schaufeln. Nur nicht, dass man alles bis auf den letzten Millimeter bringt. Das ist ungefähr die Aufgabe vom Radlader. Der Schneepflug soll nur dafür sorgen, dass alles nochmal sicher ablaufen kann.
ohne jetzt durch 1 Meter hohe Schneewände fahren zu müssen. Warum wir jetzt da reingelenkt haben, ist auch ein Mysterium, ne? Das die nicht beantworten kann. Vielleicht können sie es hier beantworten, ich kann es nicht beantworten, wenn wir wieder reinkommen. Na, alter Scheiße. Und einmal Vollgas gegeben. So und draußen sind wir. So, jetzt haben wir uns einmal selber befreien können. Dauert ja schon die Fahrt, das ganze Video. Schreibe den Titel, die Fahrt mit dem Tracker. Ja. Was hast du heute im Video gemacht? Ja, in einer 15-minütige Strecke gefahren. Ist der zu lang? Nein, ich bin da einmal in ein Feld abgebogen und Schreck gewesen. Dann bin ich dreimal gegen das selbe Auto gefahren. Ja. Das erklärt es. Glaube ich recht gut. Dann haben wir wieder die Schneefahrt und das. Schnee liegt 10 Meter drunter und mir verdutzt Schnee. Vorne liegt auch wieder Schnee, hat alles zugeschneit schön. Richtig schön. Mehr vom Leuchten wird noch gegeben. Apropos, weil wir gerade am Anfang über ausgestorbene Projekte geredet haben, vielleicht denken sich noch einige von euch, dass das Projekt Stutzmatt schon lang gestorben ist, also das im Skiregion Simulator, ist es aber gar nicht. Ich denke da hin und wieder dran und wollte dann auch schon hin und wieder da aufnehmen, aber es gibt da ein Problem, und zwar müsst ihr dann den Mod No Skiers erst wieder raushauen, nachher für die nächste Aufnahme in Wallnitz müsst ihr dann schon wieder reinbringen. Und das ist ein bisschen dumm. Und was ihr da jetzt gerade cool seht, da wo das Fahrzeug stand ist, mit den Rädern, da liegt kein Schnee, das ist sehr cool. Hat gerade 270. Aber jetzt versteht es sicher. Also, in Wallnitz spielen wir im Moment noch ohne Skifahrer. Und jetzt müsste ich da dann extra also wieder den Mod rausnehmen, weil den Schutzmod spielen wir mit Skifahrern. Und dann müsste ich für die nächste Aufnahme in Wallnitz wieder reinnehmen. Und das ist nur alles in allem ein bisschen zu kompliziert. Versteht ihr es hoffentlich sicher? Aber es werden schon nur Teile vom Schutzmod kommen, davon bin ich fest überzeugt, weil die Karte gefällt mir auch gar nicht so schlecht. Das ist jetzt einfach die Standardkarte, die er mitgeliefert hat. Aber das heißt ja nicht, dass hier schlecht ist. Standardkarte kann genauso gut sein wie andere. Das Eckhalle da nehmen wir noch mit. Jetzt muss ich gerade mal die Schaufel richtig einstellen und danach müssen wir da keinen Müll mehr nach. Nee, jetzt wollte ich das Absicht einstellen, einen von den Müll wegzunehmen.
Geht das überhaupt? Fügen wir den in den Anhänger rein. Oh, er ist drin. Er ist drin. Er ist drin. Jo, er ist im Anhänger. So. Nächste Schaufel nehmen wir seinen Kollegen mit. So, jetzt liegen da zwei Müllsäcke drinnen. Haben wir keine Ahnung davon, natürlich. Wir können ja einfach Müllsäcke mitnehmen. Können wir uns einen eigenen Bad machen. Die Müllmänner von... Ich glaube, der Ort heißt Gamsen, wo wir das ausfüllen, beziehungsweise die Map. Die Müllmänner von Gamsen. Ja, es ist gerade ein erfolgreiches Projekt. Ja, also meins ist die Müllmänner von Gamstein. Da kommen wir mit dem Badlader, der eigentlich für Schneeräume gedacht ist, und nehmen Müllsäcke mit. Illegalerweise, versteht sich. Jetzt hat es ja eben nochmal geschneit und da hinten, wo wir jetzt noch nicht geräumt haben bereits, merkt man jetzt auch, jetzt ist die Schneedecke ein bisschen dicker, jetzt kommt man nicht mehr so weit im Radlader. Und jetzt, wenn sich das Video langsam zu Ende neigt, das trifft sich eh gut, haben wir gerade einen vollen LKW, können den jetzt schön mal umfahren. Das trifft sich jetzt voll super. Das schaut cool aus, wo der Schnee so ein bisschen drüber steht. Also nicht drüber steht, sondern über die Höhe vom Anhänger vorbei. Den Tempel nicht so klar. Das schaut ganz cool aus. Dann mache ich zum Beispiel auch dabei die Zäune. Bevor es geschneit hat, war die Schneedecke noch ein bisschen nieder. Falls euch denkt, spinnt der. Das letzte Video ist ja schon 2 Monate her, woher will denn der das wissen? Ich habe auch einen privaten Spielstand und ja, da habe ich das schon öfters beobachten können, dass eben da das variiert nach dem Schneefall, beziehungsweise nicht variiert, einmal höher, einmal nieder, sondern pro Schneefall steigt das ein bisschen. Da muss man genug Schwung von unten mitnehmen, sonst bleibt man mal liegen. Alter Schwede. Ich mal probiere es eher da auf der einen Seite abgekippt, weil ja, so steil dürfen wir dann auch wieder nicht dran fahren. Damit wir wieder mal nicht stecken bleiben da. Oh, da sind die Müllsäcke rausgeflogen. Habt ihr sie gesehen? Wenn nicht, dann spürst du mal 10 Sekunden zurück, da sind sie gerade rausgeflogen. Hat man schon gesehen. Vielleicht finden wir sie da unten. Das wäre es jetzt, wenn sie da unten. Ah, die werden wir wohl kaum da finden. Wahrscheinlich liegen sie irgendwo da ganz unten. Nee, will das auch eigentlich gar nicht suchen, denn einmal hat sie gut rausfahren gesehen. Schau, ist gut so. Ah, da liegen sie ja. Da. Da sind sie, die Müllsäcke. Komm mal, wir mitnehmen. Nee, ich schätze, dass wir ein bisschen liegen.
Die werden dann automatisch jetzt hochgesetzt. So, dann bedanke ich mich aber jetzt fürs Zuschauen. Jetzt wird mal sehr Spaß gemacht, das zu spielen. Wenn es auch so Spaß macht, wenn man Leute das anzuschauen. Nachher lasst ein Like da, haut den Like-Button durch. Und lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, aktiviert die Glocke. Und ja, dann ciao, bis zum nächsten Mal. Und haut's rein.